Hallo Freunde, Chris Natter von SwissChief hier und heute wieder ein Spiel gegen Erne von Phil FIFA. Wir haben drei Spiele gegeneinander gespielt. Das erste Spiel habe ich ja schon hochgeladen. Das zweite Spiel ist das Spiel, das er hochgeladen hat bei der Let's Kill Folge und ich hier nochmal das dritte Spiel. Dann hier beginnen wir gleich mit Wallison, schöner Waka Waka, dann Elastico Stop Scoop Turn, aber verliert den Ball. Dann hier Ramos, Sergio Ramos, dann der Schuss. Erne lässt grüßen mit seinem Ramos. Dann hier die Einwechslung mal wieder. Er hat noch Elia eingebracht. Also, eingebracht. Dann hier, ja, schöne Grätsche. Also, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter hier vor den Augen hat, aber es war ein klares Foul. Dann Neymar mit dem Double Touch Exit verliert den Ball, aber an Guentrau. Der spielt weiter auf Wallison. Der verliert ihn auch. Guentrau holt ihn sich, spielt auf Ronaldo. Der verliert ihn kurz, holt ihn sich zurück. Dann 1 gegen 1 gegen Gassiel, will den Ballrollflick machen, aber Gassiel passt gut auf. Dann Ronaldo mit dem Roulette Scoop Turn. Und was ist das? Dann pfeift er hier Elfmeter. Wo war das ein Elfmeter? Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn dann absichtlich verschossen, weil, ja, das war ja wirklich kein Elfmeter. Ja, hier sieht man es schön verschossen an der Ronaldo. Dann nächste Aktion wieder über Ronaldo, der macht ein gutes Spiel. Dann der schöne Pass auf Wallison. Der war wirklich schön. Dann der Ballroll Dragback Fake. Aber mit dem Rainbow Versuch also fehlt das nachher. Dann Ronaldo, Waka Waka kommt hier. Dann der Scoop Turn, dann verliert er aber den Ball an Ronaldinho. Wirklich schade. Nächste Aktion, Kelvin. Jetzt schaut doch das an. Das ist wiederum kein Fall. Aber vorher, das, wo der Torhüter mich überhaupt nicht berührt hat, das pfeift er, aber dies pfeift er wieder nicht. Naja, egal. Ronaldo mit dem Running Waka Waka, dann Rabona Fake. Zieht er hier nach außen, dann Scoop Turn, Double Touch Exit, aber verliert den Ball an Thiago Silva. Wir bleiben in der Aktion, Ronaldo mit Doppelpass über Kelvin, dann Casillas ziemlich weit draußen, dann Rabona Fake, Waka Waka, schön ausgenommen, Scoop Turn und der Schuss an die Latte. Das war eine knappe Sache, hatte Erne nochmal Glück gehabt, dass es hier nicht 1-0 steht. Dann hier Elia mit dem Scoop Turn, Rabona Fake, Fancy Footwork. Sieht er mich da ziemlich, also lässt mich ziemlich alt aussehen, dann sieht er hier auf den Flügel, dann Fake Shot, dann der Scoop Turn, was kommt jetzt? Zieht auf den Flügel, Rabona Fake, dann der Ballroll Waka Waka, der war sehr nice, hat er mich ziemlich alt aussehen lassen, und dann, ja, ist die erste Halbzeit schon vorbei, steht 0-0, dann diese Aktion, Rabona Fake. Rabona von Ronaldinho, ziemlich unnötig. Dann Kelvin zieht Ronaldo. Ronaldo 1 gegen 1. Was macht er? Heel to heel. Ist vorbei. Freies Tor und jetzt. Was war das? Cristiano Ronaldo, was für eine Chance. Den hätte er einfach machen müssen. Naja, egal. Wir gehen weiter zu Yaya. Der vernascht hier meine ganze Verteidigung. Dann macht er, leckt es hier ein bisschen. Kommt hier in die Mitte mit dem Scoop Turn, verliert kurz den Ball, holt ihn sich wieder und dann aus Spitzenwinkel wollte er den reinhauen. Dann Ronaldo mit dem, wollte einen Flick zurück machen und Fallrückziehen, ist ihm aber deutlich misslungen. Dann direkt die nächste Aktion, dann der Schuss von Ronaldo, aber wieder Casillas souverän im Tor. Dann schöne Dragback Fake von Ronaldinho, da habe ich wieder alt ausgesehen. Dann der Doppelpass mit Neymar, dann die Flanke und was ist das für ein Tor? So ein Glückstor von Wallison. Ein Kopfball an den Pfosten und dann geht er gleich wieder zu ihm. Dann Kelvin mit dem Longshot. Aber der ist ihm deutlich misslungen. So, nächste Aktion. Ich will jetzt ein bisschen Druck machen, weil ich muss ja ein Tor schießen. Weil ich ja 1-0 hinten bin. Aber das ist gar nicht so einfach gegen Erne. Der ist hier sicher am Ball. Lässt mich da ein paar Mal ziemlich alt aussehen, aber jetzt Cristiano Ronaldo mit dem Waka Waka, der passt und dann gibt es aber ein Foul. Das war aber ein klares Foul von Neymar. Und jetzt seht ihr, Ronaldo holt sich den Ball, macht den Freistoß, spielt kurz auf Thiago Silva, glaube ich war es, genau. Dann Ronaldo mit dem Rainbow, dann der Roulette und jetzt Longshot Ronaldo. Was für ein geiles Tor von Ronaldo. Das müssen wir natürlich schön feiern, weil das war schon ein ziemlich geiles Tor, würde ich mal behaupten. Das kann man sicher in der Compilation oder so mit einbeziehen. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Und ja, hier sind nochmal die Wiederholung sehr schön oben rein. Casillas, keine Chance gegen diesen Longshot. Und da steht es 1-1.
So, jetzt hier, es leckt, ich weiß nicht, wieso es die ganze Zeit geleckt hat, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal, werdet ihr das sehen, hat es ziemlich böse geleckt. Na egal, Neymar zieht ihn hier um Thiago Silva herum, dann der Scoop-Turn, nochmal Scoop-Turn, lässt mich ziemlich alt aussehen und dann gibt es noch einen Freistoß, weil ich ihn gezogen habe und noch eine, ah nein, keine gelbe Karte gibt es, habe ich nochmal Glück gehabt. Dann der Freistoß, dachte ich zuerst, er würde mit Ronaldinho schießen, aber jetzt wechselt er zu Ronaldo und jetzt schaut euch das an, der Freistoß geht an den Pfosten, dann an den Rücken von Thiago Alves und übers Tor. Das erinnert mich schon fast ans erste Tor, als er aber dann reingegangen ist. Da hatte ich richtig Glück gehabt. Dann, die ersten 90 Minuten sind um. Ja, Stand 1:1. Spannendes Spiel. Dann gehen wir in die Verlängerung. Dann Ronaldinho zieht hier schön meine Spieler ab. Scoop-Turn nach außen. Was kommt jetzt? Die Übersteiger zieht wieder nach innen. McGidi nach außen. Und jetzt verliert er den Ball. Ja, er verliert den Ball. Und gehen wir in die nächste Aktion. Neymar sieht Ronaldo völlig frei. Jetzt zieht er mit der Schussfinte rein. Er könnte schießen. Was macht er denn da? Noch einen will er abziehen. Dann Reverse-Lassung nach außen. Waka waka. Und dann wird er klar, klar umgehauen von Mariano. Das ist natürlich die Chance für Erne. Cristiano Ronaldo tritt an. Und in die Mitte. Das hätte ich eigentlich sehen müssen. Den hätte ich halten müssen, aber hat er schon gut gemacht, der Erne. Naja, es steht 2:1. Ja, hier noch ein Distanzschuss von Jaja, war ziemlich gefährlich. Dann die zweite Halbzeit der Verlängerung fängt an. Dann komme ich hier durch mit Wallison, Heel to Heel vorbei und Golasso! Was für ein geiles Tor! Okay, so geil war es nicht. Der Longshot war viel besser von Ronaldo, aber ich habe den Torhüter noch ausgenommen. Das war immerhin schon nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Jetzt 2:2, alles wieder offen. Nachdem ich zweimal hinten bin, habe ich es nochmal geholt. Jetzt spielen wir natürlich beide auf Sieg. Ronaldo hier durch. Was macht er? Er macht einen Hit-to-Heel. Dann, was macht er da? Scoop-Turn, schießt doch, Junge. Aber die Chance noch nicht ganz vorbei. Wallison mit dem Berbaspin. Aber jetzt ist die Chance vorbei. Wir bleiben aber in der Szene drin, weil Erne kommt mit Elia. Dann der schöne Pass auf Wallison. Was macht er? Einen Berbaspin, Rabona-Fake. Dann zieht er nach hinten, spielt den Ball auf Jaja, Doppelpass. Und dann ein Flick zurück. Pass zu Ronaldinho, aber der schießt leider in meinen Spieler rein. Dann hier schöne Ballroll to Waka Waka. Dann Neymar Scoop-Turn, nochmal Scoop-Turn. Und jetzt leckt es, glaube ich, gleich wieder. Ja, genau, jetzt leckt es wieder. Und jetzt, da dachte ich schon, er würde auf Elfmeter pfeifen, aber zum Glück gab es nur einen Freistoß. Der Freistoß von Ronaldinho. Ja, er schießt jetzt, aber der ist ziemlich ungefährlich. Sirigu kann den ruhig halten. Dann der direkte Gegenstoß über Thiago Silva und Kelvin. Jetzt Kelvin völlig frei. Rennt los, zieht los und der Schuss. Aber Casillas kann ihn halten. Dann ist nicht mehr passiert, wir gehen ins Elfmeterschießen. Neymar tritt an, oben links in die Ecke, souverän versenkt, da konnte Sirigu nichts machen. Dann mein Neymar, der schießt auch, schießt in die Mitte, da hatte er die Eier in die Mitte zu schießen. Ziemlich riskant, aber der Ball ging ja zum Glück rein. Dann Elia stoppt an und schießt oben rechts, der hätte Sirigu auch halten können, aber naja. Ist schon gut so. Dann Ronaldo. Was macht Ronaldo? Und nein, er verschießt wieder den Elfmeter. Diesmal war es aber keine Absicht. Den habe ich einfach scheiße geschossen. Das muss ich zugeben. Dann Adebayor versenkt souverän. Keine Chance für Sirigu. Ich dachte, er schießt eigentlich in der Mitte. Dann kommt mein Wallison. Und er schießt oben links in die Ecke. Da muss ich jetzt aber noch ziemlich viel aufholen und vor allem muss ich jetzt den mal halten. Wallison stoppt an, schießt und wieder so ein Tor. Da hätte Sirigu eigentlich auch wieder halten können. Aber jetzt der Schuss von Kelvin, der muss jetzt reingehen. Kelvin, er schießt. Nein, Erne hält den Elfmeter und ja, er gewinnt das zweite Elfmeterschießen gegen mich. Finde ich echt schade, aber war ein gutes Spiel und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!